So ihr Lieben, heute geht es mal ums Zubehör. Zubehör ist extrem wichtig, damit ihr wirklich verschiedene Sachen auf dem Grill umsetzen könnt. Verschiedene kleine Sachen, Gebäck, geschmorte Sachen. Ich habe euch mal 5 verschiedene Zubehörteile mitgebracht, die mir extrem wichtig sind und die erkläre ich euch jetzt. Hier haben wir zum Beispiel mal den Pizzastein. Eignet sich super natürlich für eine Pizza oder auch für andere schöne Sachen. Dann haben wir hier eine sogenannte Plancha oder besser gesagt eine keramische Grillplatte. Für kurzgebratene kleine Sachen, für Gemüse zum Beispiel oder auch für Fisch. Sensationell. Dann habe ich hier eine Räucherbox. Eignet sich super zum Räuchern auf dem Gasgrill, aber auch auf dem Kohlegrill. Dann haben wir hier einen Fischhalter, ja. Eignet sich natürlich, sagt der Name schon, für einen Fisch. Ja. Kann man aber auch andere Sachen drin machen, dazu kommen wir gleich. Und hier haben wir mit eines meiner Lieblingszubehörteile, den Dutch Oven. Eignet sich super für Schmorgerichte, gehen wir aber auch speziell gleich nochmal drauf ein. Für den Pizzastein braucht ihr eine spezielle Grillmethode. Verschiedene Grillmethoden zeige ich euch im anderen Video. Hier haben wir jetzt ein Bullauge, in der Mitte ist eine indirekte Zone, im äußeren Bereich haben wir die direkte Hitze und genau in die indirekte Zone kommt jetzt unser Pizzastein. So, der Pizzastein liegt jetzt auf dem Grill. Wichtig ist bitte, den Pizzastein so circa 10-15 Minuten vorheizen, weil ihr fangt zu Hause auch nicht mit einer kalten Pfanne an zu braten. Wenn ihr den Pizzateig auflegt oder auch mal ein anderes Gebäck, zum Beispiel wie ein Plätzchenteig oder ein Flammkuchen oder Brötchen, achtet darauf, dass der Teig gut meliert ist oder, guter Tipp von mir, arbeitet mit einem Backpapier. Wichtig ist, dass der Deckel natürlich geschlossen ist. Den Pizzastein könnt ihr natürlich auch auf dem Gasgrill benutzen. Dabei ist auch wichtig, indirekte Zone. Das heißt, der mittlere Brenner muss aus, Deckel muss zu. Und dann könnt ihr genauso wie auf dem Kohlegrill eure Sachen drauf ausbacken. So, hier haben wir jetzt den Dutch Oven. Eines meiner Lieblingszubehörteile. Das ist ein Gusstopf, der sehr massiv ist. Ja, also wichtig ist auch mal gut vorheizen, je nachdem, was ihr machen möchtet. Auf alle Fälle könnt ihr hier wirklich alles drin machen, was ihr wollt. Ein Schichtfleisch, ein Gulasch, ein Chili, ihr könnt Brot drin backen, es ist alles möglich. Auf alle Fälle, dieses Teil könnt ihr direkt benutzen, also besser gesagt auf einer direkten Hitze, ja, oder in einer indirekten Zone. Ansonsten einfach drauf los und das machen, was euch gefällt. Alles, was ihr zu Hause im Topf gemacht habt oder im Backofen, besser gesagt im Römertopf, hier drin umsetzt. Knaller. Ich zeige euch jetzt mal, wie man den Dutch Oven im Kugelgrill einrichtet. Ich habe mir jetzt hier eine direkte Hitze vorbereitet in der Mitte. Da stellen wir den jetzt einfach mal rauf. So sieht die ganze Geschichte aus. Die Kohle lege ich oben mit auf den Deckel, dass wir wirklich von allen Seiten eine schöne Hitze haben. Eine Ober- und eine Unterhitze besser gesagt. Eine tolle Geschichte ist auch, eine Lammkeule im Dutch Oven zu machen. Dafür gibt es aber ein anderes Video von mir. Wenn ihr längere Sachen macht, also Deckel schließen, ja, ganz wichtig, auch auf dem Gasgrill. Wenn ihr natürlich kurzgebratene Sachen mal habt, wie zum Beispiel mal ein bisschen Speck drin anbraten oder um Rührei zu machen, dann könnt ihr natürlich auch nur eine direkte Hitze nehmen, ohne Deckel arbeiten, funktioniert natürlich auch. Ein geiler Vorteil ist natürlich auch, dass man den Deckel umdrehen kann und als Pfanne benutzen kann. Also, ihr seht schon, ja, es ist wirklich alles möglich. Ja. Pfanne, Topf, also Dutch Oven sollte ruhig nach Hause kommen, oder? Ein super Zubehörteil ist unsere keramische Grillplatte. Und zwar eignet die sich super, wenn ihr mal mit ein bisschen mehr Fett arbeiten wollt, zum Beispiel zum Braten, für Fischfilets oder auch mal für Gemüse oder für einen Pancake, Eierkuchen. Super Geschichte. Die Grillplatte muss natürlich auch vorgeheizt werden. In dem Fall eine direkte Hitze bitte benutzen und dann für ca. 10-15 Minuten vorheizen. Ich zeige euch jetzt mal, was man so drauf machen kann. Wir geben jetzt einfach ein bisschen Öl drauf, ein bisschen Fleisch, ein bisschen Gemüse. Ihr könnt natürlich auch noch anders variieren. Wir haben jetzt eine sehr hohe direkte Hitze, ja, weil wir schöne Röstaromen ans Fleisch, auch ans Gemüse bringen wollen. Ansonsten einfach bei feineren Sachen, wie zum Beispiel beim Fischfilet oder auch mal beim Pancake oder Eierkuchen oder so, mit geringerer Hitze arbeiten, dafür ein bisschen mehr Bratzeit investieren, genauso wie zu Hause oder besser gesagt in der Küche auf der Pfanne. Deckel machen wir dabei kurz zu, damit wir auch hier die Oberhitze nutzen können, weil die Hitze, die steigt ja sonst, die steigt ja normalerweise nach oben. Durch den Deckel wird es zurückreflektiert und wir brauchen nicht so viel rumzurühren, zu wenden. Gleich Gemüse hinterher, geile Geschichte. Wir werden jetzt mal ein bisschen rühren, Deckel auf. Ihr könnt dafür ruhig
einen Metallwender nehmen, ja, oder einen kleinen Löffel. Wenn ihr euch unsicher seid, nehmt einen Holzlöffel, es passiert aber nichts. Die Oberfläche ist so hart, die ist emailliert, da sollte nichts passieren. Wir geben jetzt einfach ein bisschen Gemüse dazu, ein bisschen Paprika, Chili, ein bisschen rote Zwiebeln, ein paar Champignons und lassen die ganze Sache dann einfach mal schön weiter anbraten. Jetzt seht ihr schon, wie groß die Plancha ist. Da geht also auch richtig was rauf. Wir geben jetzt noch ein bisschen Geschmack mit dran, mit ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Wir nehmen ein bisschen Außersoße, also variiert einfach. Nehmt das, was euch schmeckt, ja, bratet es hier drauf und dann kann eigentlich nichts schief gehen. Love me tender, love me sweet. Jetzt kommen wir zum Zubehörteil, die Räucherbox. Geiles Zubehörteil und zwar passend für einen Gasgrill. Wenn ihr also jetzt keinen Kohlegrill oder einen Smoker habt, eignet sich dieses Zubehörteil super, um ein richtig schönes Raucharoma ans Grill zu bekommen. Einfach hier an der Seite die Räucherbox öffnen, gewässerte Räucherchips reingeben, auf den Grill damit, hochheizen, dann entsteht der Rauch und ihr kriegt ein sensationelles Aroma. So, wir befüllen jetzt unsere Räucherbox. Ich habe jetzt die Räucherchips, da könnt ihr verschiedene Holztypen nehmen. Ja. Wichtig ist bitte, keine behandelten Hölzer zu nehmen. Ich habe jetzt hier ein Hickory-Holz, das habe ich in Rotwein gewässert. Und zwar aus folgendem Grund, dass wir eine längere Rauchabgabe haben. Das mache ich jetzt erstmal. Jetzt ist sie voll. Deckel schließen. Die Räucherbox, die platzieren wir jetzt nicht direkt auf der Grillroste, sondern unten auf den Aromaschienen. Dafür habe ich schon mal die Grillroste zur Seite gebracht. Und jetzt können wir unten die Räucherbox auflegen, die Grillroste wieder zurückziehen und den Deckel schließen. So, die Räucherbox liegt jetzt auf dem Grill. Wir warten jetzt, bis der Rauch entsteht. Das dauert so circa 3-4 Minuten, bis der Rauch da ist. Und dann legt ihr bitte euer Grillgut auf. Bitte immer im ersten Drittel der Garzeit räuchern, das heißt also gleich am Anfang. Und dann könnt ihr wirklich alles räuchern. Von Gemüse über Obst, über Fisch, Fleisch. Oder mal einen Käse. Dann lasst das einfach nur noch ziehen. Dann habt ihr auch eine richtig schöne Rauchnote an eurem Grillgut. Auch ein super praktisches Teil ist der Fischhalter. So sieht er aus. Den werden wir jetzt bestücken und zwar mit einer schönen Dorade. Ihr könnt natürlich auch andere Sachen drauf machen. Wie zum Beispiel mal ein Toasty, ja, als Sandwich. Sandwichmaker. Geile Geschichte. Natürlich überwiegend für Fisch gedacht. Deswegen zeige ich euch jetzt auch eine schöne Dorade. Wenn ihr wissen wollt, wie man Fisch richtig zubereitet und natürlich auch grillt, das seht ihr im anderen Video von mir. Das Schöne ist jetzt, hier müssten wir jetzt mit dem Trick arbeiten, mit dem Binden. Wir haben jetzt hier aber unseren Fischhalter, wo ich das ganze Teil jetzt einfach reinsetze. Dann fällt er nicht auseinander. Die Zitrone bleibt jetzt richtig schön am Fisch dran haften, ohne dass sie beim Grillvorgang abfällt. Also auch beim Wenden, so dass ich die andere Seite mit Zitrone belegen kann, kann jetzt runterfallen. Ja. Den klappen wir jetzt einmal hier zusammen, den Fischhalter. Der Fisch ist jetzt schön justiert. Wir können jetzt mit einer direkten Hitze richtig schön arbeiten. Den Fisch können wir auch super wenden, ohne dass er zerfällt. Das waren jetzt meine 5 Lieblingszubehörteile. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren.